So Jungs, eine Runde Alex geht am Feierabend. Oh, mal gucken, wie weit wir mit einem Credit kommen. Bisschen Geld sammeln fürs Motorrad. Ist nicht viel, ich glaube 200 oder was braucht man. Den erhole ich mir auch. Dann bekomme ich nämlich im Wasser gleich das Leben. Gibt man in diesem Spiel auch nur nötigen. Ach. Ach, Fug. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, das ist jetzt hier das Leben. Kohle noch. Und erste Level geschafft. Gut. Wenn das Geld reicht, kann man sich hier auch schon das Fragezeichenpaket holen. Das kann man ganz gut im letzten Level gebrauchen. Nehmt es jetzt schon mit. Und mal schauen, wie weit wir kommen. So, zweite Level. Geschafft. Am besten das Leben holen. Man kann es gut gebrauchen. Man kommt schneller durch das Spiel, wenn man diese Krake nicht platt macht und in diesen Side-Level geht. Wobei es mal ganz nett ist. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich will ja irgendwie mal zum Ende kommen. Diese beschissenen Haie. Drei auch geschafft, weiter geht's. So, das war Level 4. Hubschrauber fliegen, mal ein bisschen Geld sammeln, weil der Hubschrauberteil länger ist als der Wasserteil, aber ich brauche etwas Kohle gleich noch für die nächste Runde, deswegen Hubschrauber fliegen ist angesagt. Ist auch relativ eintönig, aber macht Spaß. So, weiter geht's. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts. Wenn man schnell ist, kommt man ohne den Hubschrauber besser durch die Runde, aber das spare ich mir jetzt mal. Da kommt man doch etwas einfacher vorwärts.
Ah, ist ja alles gut gegangen. Hey! Einmal die Bullen kloppen hier. Na, na, na. Und wieder gesabbelt. Hier könnte man jetzt den Ring nehmen, aber ich habe jetzt einfach aufzustehen und auf Pause zu drücken. Man kommt hier auch so ganz gut durch. Etwas Geduld haben. Hey! Wohlgemerkt, dass die Cartridge-Version etwas schwieriger an dieser Stelle. Die ist in dem eingebauten Master System 2 etwas einfacher, die Stelle. Ja, Geduld muss man haben. Das Viech nervt mich auch. Den nehme ich noch mit, dann kriege ich hier oben nämlich noch ein Leben. Weiter. Weiter. Und der nächste Boss. Und ab in die nächste Runde. Der Wald. War meistens früher ein Level in jungen Jahren, wo ich meine drei Leben aufgebaut habe. Hier unbedingt Motorrad und fürs letzte Level den Stab. Ich hoffe, ich komme so weit, dann kann ich euch zeigen, wieso. Jetzt muss ich hier erstmal heile durchkommen. Motorboot fahren, aber wieder nur zum Geld zocken. Theoretisch wäre das Schwimmlevel eine ganze Ecke kürzer. Eigentlich habe ich genug Geld, aber es macht einfach mehr Spaß. Nein, schade. Na gut. So, jetzt schnappen wir uns auf jeden Fall den Hubschrauber. Die Runde ist nämlich sonst höllisch schwer. Gut. Und here we go. Wieder ein Endgegner. Gut, Endgegner. Der wiederum die gleiche Reihenfolge hat wie beim ersten. Stein, Schere. Erstes fieses Level, aber auch alles machbar. Ja.
ich spare mir jetzt mal diesen ganzen Kram, den man hier machen müsste. Seinen Bruder befreien, die Tafel holen, ihn und so weiter. Das brauchen wir nicht. Der hat zweimal Papier, meine ich. Bei 11,5 Minuten Spielzeit. Mal gucken. Hälfte habe ich auf jeden Fall jetzt. Ja. Jetzt kommt die, glaube ich, kürzeste Runde in dem Spiel. Brauche ich hier was? Ich hole mir mal ein Leben. Das, was ich gerade verloren habe. Zack. Okay. Und das war's schon. Der müsste zweimal Stein haben. Jo, bla bla bla. So, jetzt kommt ein etwas schwieriger Teil, der ist immer so ein bisschen zufallsgeneriert. Mag ich jetzt auch nicht so gerne. Ah, schade. Komm schon. Gut. Hier kommt man nur mit Hubschrauber durch. Solltet ihr den Hubschrauber verlieren, seid ihr verloren. Ist aber eigentlich ein relativ einfaches Level. Da gibt es wesentlich schwierigere. Hier können wir jetzt die Tafel nicht bekommen, weil wir den Bruder nicht befreit haben. In der Burg eben, aber die brauchen wir auch eigentlich nicht. Es kommt wieder ein Motorradlevel. Sollte man sich hier auf jeden Fall auch holen. So, okay. Hier noch nicht weiter. Aber es ist jetzt nicht vorbei. So, letzter von den Jungs. Der hat komischerweise wieder die gleiche Kombination wie beim ersten. Stein, Schere. Und ist auch beim Kopfschlagen relativ easy. Gibt es einen kleinen Trick. Gut. Ja. So, stellt euch einfach hier hin. Zack. Zack. Zack.
Und schon sind wir in der letzten Burg. Naja, nicht ganz letztes Level, aber na gut wie. Die nehme ich einfach mal mit. Ich nehme jetzt auch schon mal den Ring. So. Na, wo ist die Pause-Taste? Da. So. Kommt man hier einfach besser durch. Natürlich, wenn man stirbt, ist die Power natürlich wieder weg, aber ich will ja nicht sterben. Teil. Ich hoffe, ich schaffe ihn gleich beim ersten Mal, wollte ich sagen. Jetzt kommen so Jump-Run-Szenen, die ein bisschen was in sich haben. Uhu. War aber noch nicht das Schwierigste. Kommt meine Hassszene in dieser Burg. Wenn man hier zu schnell nach vorne geht, fällt man mich schön in die Flamme rein. Glück gehabt. Okay. Na, okay, komm mal, das war nicht gut. So, okay. Hier sollte man normalerweise meinen, ich nehme den Stick, dass ich da hochkomme, zum Fliegen, der Flugstick, aber das lassen wir jetzt. Wir lassen uns ins Wasser fallen. Ist zwar der schwierigere Weg, aber hinterher wird es einfacher beim Endgegner. Paket, weil ich keinen Bock habe, mich da durchzuquälen. Ja. Wo ist das Pause-Tastchen? Und jetzt schnell da durch.